Hallo und willkommen zurück zum Skispringen 2007. Ich bin jetzt in einer komplett neuen Aufnahmesession und zwar ungefähr eine Stunde vor Beginn des ersten Springens in Oberstdorf. Hab ja sehr, sehr viel nach vorne aufgenommen, hab jetzt aber gedacht, komm, jetzt vor dem Skispringen habe ich gerade nochmal richtig Lust gehabt, Radsportmanager gerade zwei neue Folgen aufgenommen, die dann auch so schnell wie möglich erscheinen werden. Jetzt aber erstmal wieder Skispringen. Severin Freund haben wir hier am Start. Ich habe jetzt gedacht, da ich jetzt schon lange nicht mehr gespielt habe, ist bestimmt über zwei Wochen her, ist jetzt auch nach Weihnachten logischerweise, wenn heute die Vierschanzentournee beginnt, da muss ich erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Wir machen extra Training Seitenwind in Engelberg. Muss noch dazu sagen, das letzte Mal habe ich aufgehört in der Aufnahme, weil in Engelberg mir das Spiel abgestürzt ist und dann sind wir automatisch mit 0 Punkten rausgegangen, was sehr, sehr ärgerlich war. Also wir haben da jetzt quasi einen Weltcup-Springen komplett verschenkt. Hat mich sehr geärgert und zwar so geärgert, dass ich danach keine Lust mehr hatte. Aber nun gut, wir sind jetzt im Weltcup etwas zurückgefallen mit unseren Springern. Versuchen mal jetzt so gut wie möglich hier durch Engelberg durchzukommen. Seitenwind, wie man sieht, Rauch relativ böig. Absprung gleich mal vermasselt. So, Telemark haben wir sauber gesetzt. Das sollte doch die Trainingsaufgabe gewesen sein. Sehr langer Auslauf jetzt. Gut, wahrscheinlich muss mich erst wieder dran gewöhnen. Ich habe nämlich gerade wieder mit Kimo Kinnunen trainiert. Das haben wir ja auch in einer Folge mal gesehen. Haben wir ja Skifliegen gemacht mit dem, wie weit man dort springen kann. Deswegen ist der Auslauf jetzt logischerweise wieder länger, weil wir auch früher landen. Wer hätte damit gerechnet? So, die Aufgabe haben wir geschafft. Dann geben wir dem Ganzen mal ein bisschen mehr Motivation, Sprungkraft, Fitness und Gewicht können wir auch noch ein bisschen machen. Jo, sieht gut aus. Freue mich jetzt. Wir werden in dieser Aufnahme Engelberg machen, quasi noch als Vortraining für die Vierschanzentournee. Jo, haben den Wettkampf abgebrochen und damit die Wette von, ja, danke, haben den Wettkampf abgebrochen. Ja, am Arsch, ich habe überhaupt nichts abgebrochen. So, dann wird erstmal gewachst. Trainiert. Also, wir werden die ersten beiden Springen der Vierschanzentournee heute machen. 68 Punkte, das sollte drin sein. Oberstdorf und eben das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen. Das werden wir heute noch mit in diese Folge mit reinnehmen. Wie gesagt, dann mache ich erstmal eine kleine Pause. Schau mir mal das erste Springen in Oberstdorf an, was ja durchaus spannend werden wird. Peter Breutz natürlich der absolute Favorit. Severin Freund gestern in der Qualifikation Zweiter geworden. Bin gespannt, wenn das hier erscheint, dann werdet ihr wahrscheinlich schon wissen, wer gewonnen hat. Bin sehr gespannt. Schon wieder den Absprung vermasselt. Ja, aber gerade noch so den Telemark hingepflanzt. Wenn man natürlich jetzt mehrere Wochen nicht gespielt hat. Und dieser Auslauf sei ewig, meine Güte. Wenn man mehrere Wochen nicht gespielt hat, dann muss man natürlich sich erstmal wieder reinfinden. 79,4 Punkte. Telemark hatten wir gesetzt. Trainingsaufgabe erfüllt. Da brauchen wir jetzt noch nicht so konzentriert zu spielen. Mal schauen. Ja, ist schon etwas besser drauf. Und dann noch ein bisschen BMI-Training. Und einen kleinen Ruckler, den wir hoffentlich dann gleich im Spiel nicht haben werden. Das wäre nämlich eher schlecht. So, 19.000 hat er nur noch, Richie Freitag. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, ob wir dem nicht einen neuen Anzug schon gekauft haben. Im Shop wollte ich jetzt ja eigentlich darauf sparen, dass wir immer auf das Teuerste hinarbeiten. Das ist ja dieser Anzug hier, Aerodynamik 100, Balance 30. Können wir dann vielleicht sogar ein bisschen variieren. Ja, Profi liegen, alle springen, erster Platz. Naja, das freizuspielen wird natürlich relativ schwierig werden, wenn wir hier mit drei Springern an den Start gehen. Aber dann können wir zumindest die hier mitnehmen. Die haben auch noch eine bessere Balance. Brauchen unsere Jungs aber noch ein bisschen mehr Geld für. Training bei Richie Freitag haben wir geschafft. Jetzt kommt Andy Wellinger, der in einer Daily Soap auftritt, was natürlich unglaublich unsympathisch ist. Wird aber auch knapp vom Geld her, natürlich, weil wir jetzt im letzten Springen auch nichts gemacht haben. Weiß gar nicht, ob wir uns das noch leisten können. 71 Punkte, wird ja immer mehr. Ja, ist so ärgerlich jetzt mit dem Einspringen. Aber wie gesagt, konnte nichts mehr retten. Naja, was soll's. So, wieder aus Luke 2 starten wir ja nur noch hier im Training. Seitenwind, also es wird auch keine
Top-Weiten geben, selbst aus Luke 4 nicht im zweiten Durchgang. Aber schön hohe Flugkurve, das war auch der beste Sprung, den wir hier bislang gemacht haben. Die Landung habe ich ja jetzt komplett vermasselt. Das war nicht gut. Naja, immerhin noch eine 18,5 vom Deutschen, der seinen Urlaub beendet hat, um uns hier im Training zu helfen. Naja, mal schauen. Gleich, wie gesagt, etwas mehr Konzentration dann immer, nicht so viel gequasselt, aber ich denke mal, das müsste doch als Telemark gewertet werden. Jo. So, da ist der BMI eigentlich auch ziemlich gut. Gehen wir nochmal auf Motivation und huch. So, jetzt hat er noch 65 Euro. Da kann man anderthalb Mal hier in Frankfurt schwarz fahren mit. So, und dann geht's jetzt zum letzten Wettkampf vor der Vierschanzentournee und wir müssen ordentlich Geld verdienen. Aber richtig. 120 Meter ist der Schanzenrekord. Hier sehen wir Engelberg traditionell immer das letzte Springen. Wer hier gewinnt, ist automatisch Mitfavorit bei der Vierschanzentournee. Bis auf Stefan Freund, glaube ich. Wie hieß der? Hieß der Stefan Freund? Nee, nicht Stefan Freund. Wie hieß er denn? Der auch mal hier in Engelberg sein einziges Springen gewonnen hat. Komm gar nicht mehr drauf. So, egal. Jetzt ab in die Qualifikation. Stefan Freund war ein Fußballer. Ach, schon wieder den Absprung vermasselt. Egal, ist nur Quali. Er sieht trotzdem ordentlich aus. Auch gute Landung. Jetzt wieder der ewige Auslauf. So, 105,5 Meter, 86,9 Punkte, das war ordentlich. Der nur noch 9. im Weltcup, weil er natürlich im ersten Springen leider 0 Punkte gemacht hat hier in Engelberg. Das ist die Führung Malte Gerstensen, der auch knapp hinter uns ist. Marti Hautamäki, Janne Ahon. Na, da könnte doch was drin sein für uns, wenn die in der Qualifikation jetzt schon eher durchschnittlich sind. Severin Freund. Ja, Absprung war besser. Der geht gut. Jo, der war richtig gut. Leider halt nur in der Quali. 109 Meter. 96,7 Punkte. Position 5. Ich freue mich jetzt schon gleich auf die Vierschanzentournee. Mal schauen, wie gut wir dort abschneiden werden. Natürlich alles genauso im K.O. springen. Jetzt hat es wieder einen kleinen Ruckler drin gehabt. Ich lasse ihn gerade mal nochmal in der Wiederholung runterspringen, damit sich die Framerate dort auch beruhigt. Gute Landung, absolut in Ordnung. So, Richard Freitag, das ist ein 10 Punkte Vorsprung für Severin Freund. Das ist schon deutlich. Richard Freitag war ja mal Weltcup-Gesamtführender. Ich glaube nicht, dass wir das dieses Jahr nochmal schaffen werden. Die 100 Punkte, die er dort eingebüßt hat, das ist zu viel. So, Absprung gut getroffen, schlechtere Windverhältnisse. Aber hinten raus ging es dann. Da war es dann relativ ruhig, aber nach dem Absprung hat er ordentlich Wind von der Seite reingepfiffen. Da verliert man natürlich Höhe, aber auch 109. Und sogar noch mal bessere Wertung. 99,7. Und das ausgerechnet in der Quali. Finde ich nicht so gut. Scheiße, jetzt stehe ich unter Druck für den ersten Durchgang. Mal schauen. Sigurd Pettersen kommt auch nicht ran. Igor Ignatieff ebenfalls nicht. Dreifachführung. Eieieiei. Jetzt bin ich gespannt, was die da für Punktzahlen rausholen. Also über 100 müsste ja doch einer kommen. Es kommt keiner über die 100. Wir sind mit einer Luke weniger so gut gesprungen. Also, das heißt es, ruhig bleiben und konzentriert vor allem. Den Anfang macht Andy Wellinger. Okay, die Landung habe ich jetzt mal etwas früher eingeleitet, weil ich ein bisschen Schiss hatte, dass wir jetzt stürzen. Okay, 113 Meter, nochmal 4 Meter weiter, 106,9 Punkte. Also deutlicher kann man ja nicht mehr in Führung gehen. Das muss ein Sieg für einen unserer Springer geben. 10 Punkte Vorsprung. Und es kommen ja nur noch unsere beiden Jungs. Das wird deutlich der Sieg werden.
So, Severin Freund als nächstes. Wieder Konzentration. Ja, der sieht nochmal besser aus. Boah, die Landung war aber eine glatte 20. Also besser kann man nicht landen. Was? 3x 19,5 nur. Na, der Holländer war. Ach doch, der Holländer war dabei. Aber nochmal ein bisschen. Ja, 112,5. Woran hat's gehapert? Ja, eigentlich gute Werte, aber da ist noch was drin. Jetzt Richie Freitag, der versucht, Andy Wellinger zu attackieren. Severin Freund nur auf Platz 2. Hinter Andy Wellinger. So, jetzt kommt Richie. Ah, es hat geruckelt. Nein, nicht ruckeln, nicht ruckeln. Verdammt nochmal, ich sehe gar nichts. Gerade. Ich sehe gar nichts. Super. Ich habe nichts gesehen. 66,7. So ein Mist. Sollte ich mal das Aufnahmeprogramm wechseln? Ich habe ihn in der Luft stehen sehen. Mehr habe ich nicht mehr gesehen. Gut, dass wir nicht gestürzt sind. Achtung, und jetzt Ruckel. Und jetzt ist der Ruckler vorbei. Dankeschön. 66,7 bedeutet letzter. Ne, vorletzter sogar. Na toll. Wieder eine Null für Richie Freitag. Vor allem in dem Springen, wo er locker hätte Erster werden können oder mindestens Dritter. Na gut, ich reg mich nicht mehr drüber auf. Aber es ist natürlich trotzdem einfach ärgerlich. So, Severin Freund. Jetzt natürlich die große Chance, richtig viele Punkte zu machen. Das gibt's doch nicht. 117,5 und dann greift er in den Schnee. Es müsste trotzdem reichen. 3,5 Punkte. Der Vorsprung war groß. Wir verlieren da 12 Punkte. Jo, es reicht für die Führung. Trotz Sturz, aber ist ja wie verhext. Hör auf damit, Andy Wellinger. Ich hasse Engelberg. Gut, ich mag die Schanze sowieso nicht besonders gerne. Jetzt ruckelt es schon wieder leicht. Wehe. Der sieht gut aus, der sieht gut aus. Sicherheitslandung. Blaue Linie war zwar noch... Was? Das gibt es doch nicht. Severin Freund gewinnt. Andy Wellinger wird Vierter. Und so schaut es jetzt im Gesamtweltcup aus. Das war ein klarer Dreifachsieg, eigentlich. Oh je, Quizshow. Gut, ich nehme diesmal auch die Joker. Versprochen. Wo sind die eigentlich? Ah, da, gut, habe ich nie gesehen. Wie nennt man einen Apfel mit Marzipanfüllung im Blätterteigmantel? Was? Ich weiß es gar nicht. Ach komm, nehmen wir eine neue Frage. Ergänzen Sie das folgende Sprichwort: Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Gut, ich esse zu wenig süß wahrscheinlich. Was wird als Eiskanal bezeichnet? Eine Bobbahn. Wo liegt das berüchtigte Bermuda-Dreieck? Das müsste in der Karibik liegen. Was haben Weichtiere keinesfalls? Wirbel. Kiemen, Zähne, Augen. Wirbel. Auf welche Insel wurde Napoleon Bonaparte in Verbannung geschickt? Auf Elba. Wo werden die Reliquien der Heiligen Drei Könige aufbewahrt? In der Münchner Frauenkirche, im Petersdom, im Kölner Dom, ich habe keine Ahnung. Im Kölner Dom?
Wie viel haben wir jetzt? 8000. Auf, komm, eine geht noch. Welcher dieser Herren ist kein russischer Komponist? Gut, Tschaikowski auf jeden Fall. Strawinski müsste ja auch einer sein. Scholochow oder Prokofjew? Ich sag Prokofjew. Verdammt! Immer diese blöden 50-50-Chancen. Gut, Severin Freund hat eh 64.000. So, wir gehen sehr schlecht vorbereitet zur Vierschanzentournee. Und jetzt geht's nämlich nach Oberstdorf mit brutalstem Aufwind. Windstärke 6, Windböen 4,4. Alter Schwede, wir sollen zwischen 94 und 106 landen. Natürlich. Alter Vater, jetzt können wir weit fliegen. Kommt je drauf an, ob das Spiel mal wieder ruckelt oder ob uns eben eine Windböe erwischt. Ah, der Wind kommt natürlich schön von vorne. Bin gespannt, wie weit das jetzt geht. Beziehungsweise wir dürfen ja gar nicht weit springen. So, in Oberstdorf habe ich vorhin trainiert. Bin natürlich wieder perfekt getroffen. Ah, ne, das war zu kurz. Ah, das ist scheiße. Ach, herrlich. Klappt nichts in dieser Aufnahme. Jetzt dachte ich, wir fliegen zu weit und habe schnell mal wieder das V zugemacht. Jo, super Trainingsaufgabe. Liebe ja generell dieses Springen extra kürzer. Ja, genau, dankeschön. Dankeschön. Trotzdem ein bisschen trainiert. Kosten tut's das Gleiche. Ja, danke, danke. Aber immerhin kriegt er Geld. So, wachsen. Na, der hat sogar noch ein bisschen was, der Richie. Dann der gute Andrösen. Zwischen 79 und 84, willst du mich verarschen? Hat mich echt drauf gefreut jetzt aufs Aufnehmen, aber irgendwie mag mich das Spiel nicht. Ist ein bisschen Mobbing. Mein Rechner mag mich auch nicht und ich glaube eben bei dem Auslauf ist die Maus irgendwie ausgegangen. Das ist echt ein Traum gerade. So, wo ist zwischen 79 und 84? Ja, natürlich. Sicher. Na klar. Mach ich doch locker. 5 Meter zu weit gesprungen. Wie gesagt, wer denkt sich so einen Mist aus? Das macht doch null Spielspaß. Springen Sie kürzer, als Sie können. Yay. So, und jetzt gehen wir zu unserem Bleitegeier. 8000 hat er gewonnen. Oh, er kriegt sogar nochmal 8000. Also kann er doch nochmal ein bisschen wachsen und ein bisschen trainieren. Hast du Glück gehabt, Andi? Der ja eigentlich mindestens Zweiter geworden wäre. Beziehungsweise hätte wahrscheinlich sogar gewonnen, wenn er nicht gestürzt wäre. Ach. Blöd. Ich hoffe, dass es jetzt bei der Vierschanzentournee nicht ruckelt. Vorhin bei meinem Testspringen hat es nicht einmal geruckelt. Warum soll es jetzt sein? Oberstdorf ja nicht wirklich meine Lieblingsschanze. So, jetzt habe ich gar nicht auf die Aufgabe geschaut. Scheiße. Egal, wir schaffen es eh nicht. Egal, was kommt. Machen wir mal ein bisschen was rausnehmen. Sollen wir irgendwo landen in einem bestimmten Bereich? Nö. Wird schon irgendwie geklappt haben. 19,5, 93 Punkte. Mehr wird ja eigentlich nie gefordert. Das war doch ganz okay. Die Qualifikation nehmen wir auf jeden Fall mit. Vor allem können wir jetzt hier nochmal ein bisschen Zusatztraining machen. Auch Motivation muss eigentlich gar nicht so. Dann teilen wir hier das nochmal gleichmäßig auf. So, haben wir uns nochmal ein kleines bisschen verbessert. Die nächste Stufe dauert noch ein bisschen, glaube ich, bis wir die bekommen. 9000 Euro hat er noch. Geht's mal rein in den Wettkampf und dann herzlich willkommen zur Vierschanzentournee zu Springen 1 von 4. Was jetzt in der Realität auch gleich stattfinden wird. Hier ist natürlich Qualifikation und Springen an einem Tag. Und wir werden die Qualifikation komplett nehmen. Andi Wellinger als Siebter des Weltcups springt natürlich. Wir wollen keine starke Konkurrenz haben, weil es durchaus mal sein kann, dass wir sonst rausfliegen. Deswegen nehmen wir die Quali mit. So.
Boah, der war ein bisschen früh, aber er hat ordentlich Aufwind. Alter Schwede. Boah, und das aus Luke 2, muss man ja sagen. 113 Meter, aber die Haltungsnoten waren nicht gut. Also wenn es heute beim echten Springen so einen Aufwind gibt, Hammer. Dann gibt es einen neuen Schanzenrekord von Peter Breels wahrscheinlich. So, die Landung war nicht gut. Wir gehen trotzdem in Führung. Malte Gerstensen kommt nicht vorbei. Richie Freitag, der auf Platz 5 zurückgefallen ist nach 2-0-Nummern. Einmal, weil das Spiel abgestürzt ist, einmal, weil es geruckelt hat in seinem Sprung. Alles nicht optimal. Eigentlich springe ich immer zu früh ab auf der Schanze. Da kam aber der Wind böse von der Seite rein jetzt hinten. 108,5 Meter nur, 107,3 Punkte, trotzdem eine gute Wertung. Da kneift er den Bobbes zusammen. So, mal schauen, das müsste Platz 2 sein. So, Sigurd Pettersson springt auch nicht weit genug. Also, wie gesagt, wir haben echt Chancen, wenn das Spiel mich lässt, beziehungsweise die Ausrüstung mich lässt, dann haben wir echt Chancen, hier auch wieder vorne zu landen. Severin Freund, mal schauen. Der Sieger des letzten Springs in Engelberg, natürlich dann automatisch mit Favorit, aber schon wieder den Absprung vermasselt. Schanzentisch treffe ich nicht wirklich. Ja, geht da sehr weit auseinander. Die 18, die 20, das ist merkwürdig. 105,8 Punkte. Damit nur auf Platz 3 Severin Freund. Mal schauen, ob da einer der Spitzenspringer jetzt noch vorbeikommt. Igor Ignatieff ebenfalls nicht. Janda Kierkegaard auch nicht. Wo sind die denn? Sehr weit hinten gelandet. Da auf Platz 18 nur und Igor Ignatieff auf 13. So, jetzt gibt es hier direkte Duelle. Ralf Schwarzwald gegen Markus Ober. Gewinnt Markus Ober. Tammo Kinnunen gegen Günther Specht. Da setzt sich Kinnunen durch. Mal schauen, bis wir einen sehen, der uns interessiert. Siegfried Petzold wäre doch schon mal ganz interessant. Was holt er? 93,5. Das ist nicht so stark, als dass es nicht schlagbar wäre. Andrej Malkovic schlägt ihn sogar. Ui. Matthias Matejka, ebenfalls ein starker Springer, Matti Hautamäki quasi, springt auf Platz 3 mit 97,2, gewinnt damit auch sein Duell. Jetzt kommt Benjamin Lager gegen Janda Kierkegaard. Mal schauen, wo landet Kierkegaard? In Führung, 110,8, jetzt hat er einen rausgehauen. Daniel Gras gegen Thomas Morgenstern. 85,8. Morgenstern, weiß nicht, wer da jetzt gewonnen hat, aber das sind erstmal auch unwichtige. Takao Takeyari. Kein schlechter, springt auf Platz 5 vor. Aber Anton Wildbach noch besser, 103 Punkte. Maximilian Mechler gegen Andi Goldberger und Andi Goldberger gewinnt souverän. Jetzt kommt Igor Ignatieff, der auf Platz 2 springt. Also die Top-Favoriten dann doch wieder im, wenn es drauf ankommt, sind sie mit dabei. Da kommt jetzt Malte Gerstensen, Michael Uhrmann, Björn Einer-Röhmören geht in Führung. Sven Hannawald bei der Vierschanzentournee immer gut, 107,1 Punkte. Da kommt Primoz Peterka, der auf Platz 4 springt. Roal Jokelsoy, der auf Platz 4 springt. Und jetzt kommt Thomas Nurminen, der eine 79,3 vorlegt gegen uns, gegen Severin Freund. Mal schauen, wie weit es gehen kann. Boah, Alter, was für böiger Wind. Direkt nach dem Absprung hat es einen da aber auch weggepfeffert. 117 Punkte, das müsste die Führung sein für Severin Freund. Aber hat's da reingezogen, alter Schwede. Ja, jetzt ein bisschen nervös gerade. Nochmal ganz kurz anschauen. Wir haben ja, können es ja ein bisschen ausführlicher machen, ist immerhin die Vier-Schanzentournee. Achtung! Und wups, muss ich erstmal hin und her korrigieren, dann wie die Skier hin und her schlagen, ist wie Scheibenwischer. Das direkte Duell haben wir natürlich gewonnen. Die Balance im Flug war Mist.
Naja, immer noch 92,7. Absprungzeitpunkt habe ich jetzt extra mal ein bisschen später gesetzt und war fast optimal. Aber das ist die Führung für Severin Freund. Jetzt kommt Peter Semlia. Weiß gar nicht, wer das ist. Ich dachte, es gab mal einen Semlia. So, der springt aber nicht unter die Top 5. Janne Ahon, was kann der rausholen? Der geht in Führung mit 134,4. Alter Schwede. Hannes Sandefjord, der Gegner von Richie Freitag, holt 75,3 Punkte. Nicht von der blauen Linie irritieren lassen. Ich mache das jetzt mal wie ein Fernsehkommentator. Blaue Linie ist nämlich mein direkter Gegner. Wir springen jetzt natürlich quasi gegen Janne Ahon, aber den können wir nicht holen. Der ist dann doch zu stark gesprungen. Die Landung war nicht perfekt. 118 Meter aber immerhin. Neuer Weitenrekord, neue Bestwertung. Haben wir quasi einen neuen Schanzenrekord aufgestellt. 115 Meter ist hier ja nur der K-Punkt. Mit 21,4, damit sind wir auf Platz 2, aber natürlich ist Janne Ahon da meilenweit weg. Und jetzt kommt Anton Kaufmann. Was legt der vor? Eine 81,3. Das sollte für uns kein Problem sein, aber die 120 Punkte sollten wir wieder angreifen. Mal schauen an die Wellinger. Der war gut. Nicht perfekt, aber er war gut. 115 Meter, 118 Punkte, damit knapp vor Severin Freund. Auf Platz 3. Damit haben wir unsere Springer quasi hinter Janne Ahon platziert auf Platz 2, 3 und 4 beim ersten Springen der Vierschanzentournee. Aber der Abstand 13 Punkte schon relativ groß nach vorne. Schauen wir mal, ob da jetzt einer einen kleinen Ausreißer drin hat. Hier Sigurd Pettersen als Lucky Loser. Ralf Schwarzwald. Kommen wir erstmal die Lucky Loser und ich glaube, jetzt wird sich da erstmal, na doch, tut sich doch was. So, 240,2. Das muss drin sein. Wir haben eine Luke mehr Anlauf. 120 Punkte waren im ersten Durchgang quasi schon mit unseren Springern drin. Ich würde sagen, dass wir sogar über die 130 jetzt kommen können. Also Punktzahl. Meter würde ich sagen, die 120, 100, 123, 124 sollten für unsere Springer drin sein. Weiter geht's wahrscheinlich nicht. Absprung nicht perfekt, aber oh, je, hat der Aufwind, hat der Aufwind, hat der Aufwind. Alter Schwede. 126 Meter. Was ein übertriebener Aufwind gerade. 138,8 Punkte. Zack. Ja, war ein super Sprung. 15 Punkte Vorsprung. Nochmal deutlich ausgebaut. Ob wir das jetzt mit Andy Wellinger nochmal schaffen, die Bedingungen waren gerade perfekt. Musste im Flug fast nichts korrigieren. Nur wieder ein bisschen Angst vor der eigenen Courage bekommen hinten raus. Absprung getroffen. Aufwind ist wieder da. Kommt jetzt auch von der Seite der Wind rein. Die Landung war es nicht. Nein, 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 Maus, verlass mich nicht. Okay. Auch 135,8. Da war es hinten raus jetzt ein bisschen schwierig. Da kam der Wind mehr von der Seite. Ja, die Behaltungsnoten waren nicht perfekt, aber die Führung trotzdem. Nein, Quatsch. Severin Freund bleibt vorne. Jetzt kommt Richie Freitag. Um den Sieg haben wir eh keine Chance. Daneben steht schon Janne Ahon, der uns gleich vernichten wird. Ich glaube nicht, dass der im zweiten Durchgang einbricht, aber die Windbedingungen sind gerade sehr schön. Mal schauen. Ah, zu früh. Das war der kürzeste Sprung des Tages für unseren Springer im zweiten Durchgang. Das war nix. Also, Richie Freitag fällt zurück auf Platz 3 wahrscheinlich. Na, da habe ich jetzt mehr erwartet, aber da war der Absprung einfach schon Murks. Da 88,7, da hast du dann keine Chance mehr. Viel zu früh am Schanzentisch. Da
sehen wir die blaue Linie deutlich weiter vorne. Richie Freitag fällt auf Platz 3 zurück. Und wir schauen uns jetzt mal Janne Ahonen an. Mal schauen, wo er landet. Er muss die blaue Linie überspringen. Sollte aber eigentlich kein Problem sein. Ihm reicht ein durchschnittlicher Sprung, weil der Vorsprung nach dem ersten Durchgang ja sehr groß war. Mal schauen. Okay, sieht super aus. Und wo landet er? Ja, hinter der blauen Linie, aber die war auch sehr weit vorne gesetzt. 121,5 Meter nur, aber 130,7, das reicht. Da verliert er zwar 5 Punkte nochmal im zweiten Durchgang, was ja für die Tourneewertung wichtig ist, aber er gewinnt heute. Aber hat dann etwas verloren im zweiten Durchgang, sogar 8 Punkte. 10 Punkte dann quasi und in der Gesamtwertung sind wir wieder etwas aufgerückt, weil Sigurd Pettersen nur einen einzigen Punkt geholt hat. Igor Ignatieff und Janda Kierkegaard ebenfalls nicht besonders gut. Das könnte nochmal eng werden. Das könnte vielleicht doch nochmal eng werden. Und damit haben wir das erste Springen quasi hinter uns. Sehr, sehr cooler Verlauf. Jetzt sehen wir hier nochmal Platz 2, 3 und 4 für unsere deutschen Springer. Severin Freund auf Platz 2, wo er heute ja vielleicht auch landen wird. Mal schauen. Dann gehen wir ins Menü rein. Ich habe jetzt auch noch eine Stunde Zeit, bis es losgeht. Platz 2, 12.000 und nochmal 6.000. Sie leben jetzt nur noch für den Sport, also verkaufen Sie Ihre High-End-Stereo-Anlage. Ist ja super. 75.000 haben wir schon. Wenn es so weitergeht. Boah, ausgerechnet jetzt bekommen wir einen richtig bösen Seitenwind. 5,2, 5,4 Windböen. Das ist so mit das Schlimmste, was es gibt. Chancenrekord wird von Richie Freitag gehalten, 115,5 Meter. Immerhin keine 175 wie in Kusamo. So, und jetzt... ich mag diese Wetterbedingungen nicht. Ich meine, es gehört natürlich dazu. Ist ja auch die Schwierigkeit des Spiels ein bisschen. Severin Freund hat, glaube ich, neue Skier. Haben wir dem noch spendiert. Boah, alter Schwede. Ach... Ja, das war jetzt mein Fehler. Das kann ich auf nichts schieben. Ja, Mist. Aber er jubelt trotzdem. Er ist ein bisschen doof. Aber es ist wie eine Fliege, die gegen die Scheibe klatscht. Er vergisst sofort, was war. Ja, das war nicht gut. Aber die Wetterbedingungen sind auch Murks. Das mag ich gar nicht. 8000. Yo, yo, yo. Ah, super. Auch das noch. So, was kommt zum Einsatz, wenn in Skigebieten zu wenig Schnee liegt? Die Schneekanone. Warum verbot die FIS, dass Schanzenrekorde mit Preisgeldern belohnt werden? Aus Grund, weil eh alle das Finanzamt, weil eh alles. Aus Sicherheitsgründen. Wo liegt das berüchtigte Bermuda? Das hatten wir doch immer erst. In der Karibik immer noch. Wie lautet die Abkürzung der US-amerikanischen obersten Eishockeyliga? Das ist die NHL. Wann kann ein Skispringer gegen eine seiner Ansicht nach falsche Punktevergabe Protest einlegen? Innerhalb eines Monats, nach der, innerhalb von 30 Sekunden, nach der, innerhalb von 3 Jahren, nach dem, nur am Tag des Wettbewerbs. Echt? Entschuldigung, ich hätte einen Joker nehmen sollen, aber da war ich mir jetzt eigentlich relativ sicher. Hä? Mhm, okay. Sorry. Hätte ich einen Joker nehmen sollen. Habe ich noch nie mitbekommen, dass ein Springer da irgendwie Protest einlegt. So, vor 2 Wochen bin ich da runtergesprungen, finde ich nicht gut, ne? Vor allem gegen was für eine Punktevergabe. Sind ja nicht mal in den 80er Jahren, wo da irgendwelche Leute stehen und nach Sicht gemessen wird. Und Punktrichter, na gut, vielleicht wenn einer quasi in den Schnee greift. Beziehungsweise nicht in den Schnee greift, es aber als Sturz gewertet wird. Das kann natürlich sein. Alter Schwede. Was für Windbedingungen. Wir werden sowas von stürzen im Wettkampf. Es war gerade purer Zufall, dass ich den Sprung runtergebracht habe. Selbst die Bäume da hinten, ich glaube sogar die Berge bewegen sich zur Seite. Ja, freue ich nicht zu früh. Das war nur der Trainingssprung. Beim Springen wirst du dermaßen auf die Fresse fliegen. Yay, die 70 geschafft.
war mein Ziel. Jetzt wiegt er auch nur noch 67 Kilo. Ist ja für einen Skispringer immer noch zu viel. Ach Mist, dieser blöde Wind. Ach ja, zwischen 86 und 94, ey, leckt mich doch. Ich lande zwischen 86 und 94 am Kopf im Schnee. Wie bei Hotshots lande ich da. So, dann jetzt mal Konzentration. Nicht gleich vorher schon aufgeben. War das zwischen 86 und 94? Ha! Fast genau die Mitte getroffen. Und sogar noch ein Telemark. Ach gut, hinten wäre auch ein Rettungshubschrauber gewesen, falls wir unseren Hotshots-Stunt gemacht hätten. Tatsächlich geschafft, hätte ich nicht gedacht. Gut, mit ein bisschen Konzentration geht das. Ja, Motivation brauchen wir so viel gar nicht. Komm, ein bisschen BMI. Trainieren wir noch. Dann hat er auch ein bisschen abgenommen und dann geht es jetzt schon in den zweiten Wettkampf. Frohes neues Jahr wünsche ich. Ist jetzt gerade passiert, nach Garmisch. Wie gesagt, wenn ihr diese Folge schaut, ich habe keine Ahnung, wer in Oberstdorf gewonnen hat oder wer in Garmisch gewonnen hat. Ich weiß es nicht. Das Springen wird gleich stattfinden, erst in der Reality. Tja, ich habe Reality gesagt. So, da unten das Stadion eigentlich relativ schön nachgebaut. So, und jetzt geht's in den Quali-Durchgang, wo wir uns natürlich wieder versuchen, so gut wie möglich anzustellen, um keinen schlimmen Gegner zu bekommen. Der war recht gut. Da pfeift der Wind aber unten nochmal rein, bei den halben Handtüchern, die hier unterwegs sind. Kommt der Helikopter, der mal wieder Stunts fliegt anscheinend. 97,9 Punkte, das müsste doch die Führung sein. Ja, aber deutlich. Jane Ahon springt auf Platz 2. Sigurd Pettersen, der aber in der Gesamtwertung, also bei der Vierschanzentournee, schon keine Rolle mehr spielt. Der ist im letzten Springen nur 30. geworden, hat einen Weltcup-Punkt gerade noch so bekommen. Auch Janda Kierkegaard war nicht besonders gut. Also mal schauen, Jane Ahon ist momentan unser Konkurrent. Ist jetzt eh nur der Quali-Durchgang. Ja, man gewöhnt sich ein bisschen an die Bedingungen. 102 Meter, 93,6 Punkte, müsste Platz 2 sein für Richard Freitag, der ein bisschen im Formloch hängt. Die wunderschön gestärkte deutsche Fahne da hinten. Hängt steif im Wind. Entschuldigung. So, was ist für ein Freund? Ui. Wollte ich gleich mal gegen korrigieren. Ach, wenn diese Skier da uns so hin und her schlagen, da weißt du nie, wann der Boden kommt. Auch nur 93,5, aber hält sich trotzdem noch für Gott. So, sieht doch ganz gut aus. Haben wir unsere drei vorne platziert und gewinnen mal wieder souverän den Quali-Durchgang. Da sind wir ja ganz groß drin. Dann schauen wir mal, Miyagi gegen Uhrmacher. Gewinnt Meister Miyagi, denke ich mal, jawohl. So, Sven Hannawald. Ja, setzt sich auf Platz 2, obwohl er nur knapp gewonnen hat. Takeyari ist ja auch kein schlechter, der 15. des Gesamtweltcups. Setzt sich auf Platz 2, aber Daniel Kraas schlägt ihn. Da sind jetzt keine Springer dabei, wo man wirklich groß sagen müsste, jawohl, da schauen wir uns das an. Hans Holgersson, Benjamin Lager könnte genau in Führung gehen, wollte ich sagen. Naoya Kashio, das könnte Kasai sein. Weiß nicht, mal schauen, wo kommt er hin? Auf Platz 5. Der Anti. Andrei Malkovic sollte das locker gewinnen. Auf Platz 5 springt er vor. Tomo Kinnunen, das ist uns wurscht. Die sind uns auch egal, aber Malte Gerstensen geht in Führung. Jetzt kommt Igor Ignatieff. Der sich aber nicht unter die Top 5 springen konnte. Björn einer Rumören springt auf Platz 2. Andi Goldberger auf Platz 3.
Primož Peterka auch nicht in den Top 5 dabei. Matti Hautamäki springt in Führung mit 109 Punkten. Das war ein super Sprung. Meister Miyagi kommt nicht in die Top 5. Jetzt kommt Kierkegaard, der auf Platz 3 immerhin springt. Maximilian Mechler gegen Roald Jokelsøy, der auf Platz 2 springt. Und jetzt kommt Janne Ahonen, unser Konkurrent momentan. Den schauen wir uns mal an, um ein bisschen Spannung reinzubringen. Bei uns dauert es ja noch ein bisschen, bis wir drankommen. Haben wir quasi die letzten drei Springer. Da sind Wackler drin. Bei der Anfahrt. Das könnte in die Hose gehen. Mal schauen, wie weit es geht. War das jetzt gut oder schlecht? 101 Meter? Nee, das war nicht gut. 91,8. Das war definitiv nicht gut. Das können wir schlagen. Ja, Sigurd Pettersen versucht aber wieder gut zu machen, was nicht mehr gut zu machen ist. So, und jetzt hohe Konzentration. Bin jetzt mal kurz still, weil wir haben die Möglichkeit, jetzt in Führung zu gehen in der virtuellen Vier-Schanzenturnier-Wertung. Über 100 Punkte müssen wir springen. Boah, alter Schwede. 101,5 Meter nur. 88,7. Natürlich Absprung vermasselt. Und dann ist da ein Wind dauernd hin und her. Alter. Da verlieren wir sogar 3 Punkte auf Janne Ahonen. Ja, Absprungszeitpunkt natürlich vermasselt. Ansonsten war der Sprung okay. Mann, Mann, Mann. Richtig vermasselt. Aber das waren auch unglaublich schlechte Bedingungen. Das wird eine lange Tournee werden. Da wird das Feld eng zusammenrücken. Okay, Absprung getroffen. Das sieht deutlich besser aus. Jo. Der war viel, viel, viel besser. Fast 10 Meter weiter. 105 Punkte. Aber auch nicht die Führung. Auch nur dreimal die 18. Die Haltungsnoten haben es ausgemacht. Von der Weite her müsste das ähnlich gut sein. Platz 4 für Richie Freitag. Jetzt kommt Lasse Bischoff, der keine Rolle spielt. Und Andy Wellinger, der Sieger der Qualifikation. Mal schauen, wie weit das jetzt geht. Aber ich glaube, wir werden hier nicht um den Sieg mitspringen. Absprung getroffen. Auch am ruhigsten eigentlich in der Luft. Jo, der war super. Jetzt müssen wir nur noch den Auslauf überstehen. 111 Meter, bessere Haltungsnoten. 111,3 Punkte für Andy Wellinger. Das wird auf jeden Fall die beste Platzierung unseres Springers werden. Und der geht auch in Führung. Mal schauen. Severin Freund nur auf Platz 19. Janne Ahonen aber 20 Punkte abgenommen an die Wellinger. Ich weiß, wie gesagt, nicht mehr ganz genau, wer wie viel Rückstand hatte. So, der zweite Durchgang. Sigurd Pettersen ist da in Führung mit 197 Punkten. Das müssen wir jetzt knacken. So, Luke 4. Jetzt gilt's für Severin Freund. Jetzt muss er wieder Punkte gut machen. Letzten Moment gelandet. Guter Sprung. 116,5 Meter. Nochmal deutlich weiter. Neuer Schanzenrekord. Neue Bestwertung. Uiuiui. Der war gut. Schauen wir uns nochmal ganz kurz an. Tatsächlich doch nochmal über den K-Punkt gesprungen. Auch bei den Bedingungen. Aber der Sprung war auch einfach ordentlich. Ja, super. Hat ja super ausgesehen. Balance bei der Landung war nicht perfekt, aber wir haben trotzdem gute Haltungsnoten bekommen, gehen auch deutlich in Führung. Mal schauen, ob uns da jetzt erstmal einer einholen kann. Janne Ahonen haben wir dann doch noch 4 Punkte abgenommen. Kommen wir also etwas näher ran. Immer noch vorne. Jetzt müsste... Eieieiei. Ein riesen Satz nach vorne, den Severin Freund da gemacht hat. Und jetzt kommen nur noch 5. Als erstes Richard Freitag. Mal schauen, ob der nochmal
verdreht weggekommen. Boah, aber auch noch weit. Auch noch sehr weit bei den Bedingungen. Auch 116,5. Nicht ganz so gute Haltungsnoten, aber das ist natürlich die Führung für Richard Freitag und zwar deutlich. Bedingungen im zweiten Durchgang sind übel. Also generell bei einem kompletten Springen schon richtig übel. Da war die Balance im Flug bestimmt nicht gut. Nee, Balance bei der Landung auch nicht, aber es ist auch echt schwierig. So, 15 Punkte Vorsprung, 224. Boah, Jockelsoy 0,1 Punkt. Nein. Sigurd Pettersen nochmal besser. Matti Hautamäki allerdings nicht. Bedeutet, einen Springer haben wir sicher auf dem Podium. Wer gewinnt? Andy Wellinger oder Sigurd Pettersen? 226,9. Einen ähnlichen Sprung wie die beiden anderen, wie Severin Freund und Richard Freitag. Dann gewinnt Andy Wellinger in Garmisch-Partenkirchen das Neujahrsspringen. Absprung nicht perfekt, aber Windverhältnisse sind in Ordnung. Jawohl, das war der beste, der weiteste Sprung überhaupt und das ist ein deutlicher Sieg für Andy Wellinger. 124 Punkte, 117,5. Jawohl. Kann mir auch vorstellen, dass das die Führung in der Tourneewertung ist. Schauen uns aber den Siegersprung nochmal an. Der war vom Absprung hier alles andere als perfekt. Aber da sieht man, wie ruhig, wie wichtig die Windbedingungen sind. War relativ ruhig in der Luft. Telemark sieht nicht unbedingt super schön aus, aber Absprungkraft, da haben wir einiges verschenkt. Also die 120 Meter waren theoretisch drin. Aber es reicht ja auch so, deutlicher Sieg, fast 10 Punkte Vorsprung, Richie Freitag auf Platz 4, Freund auf 6 und jetzt schauen wir uns mal die Tourneewertung an. Erstmal schauen, Janne Ahuhn verliert 30 Punkte auf Andy Wellinger, 19 Punkte auf Freitag und halt ein bisschen was noch auf Severin Freund. Bedeutet, Gesamtweltcup sieht folgendermaßen aus, 509. Mal, dass dann jetzt gleich auch die Tourneewertung kommt. Also, da sind wir wieder im 100er-Bereich auf Janne Kierkegaard und Tourneewertung sind wir Doppelführung. 19 Punkte Vorsprung vor Janne Ahorn. Da haben die anderen im ersten Springen ordentlich verloren. Das kann sich sehen lassen. Ich denke mal, wir können die Tournee definitiv gewinnen und das schon in unserem ersten Profijahr. Super. Sechster Platz, nur für Severin Freund. 5.000 Euro TV-Auftritt. Hideki Miyagi haben wir auch geschlagen. Da sind wir jetzt schon an der 80.000. Die nächste Ausrüstung wird kommen. Und dann sehen wir uns aber erst in der nächsten Folge wieder. Dann gibt es die beiden Springen in Österreich, in Innsbruck und in Bischofshofen, den Abschluss der Vierschanzentournee. Und jetzt schaue ich mir erstmal in der Realität die Vierschanzentournee an, in Oberstdorf. Und dann kann ich vielleicht auch in der nächsten Aufnahme, ich weiß nicht, ob ich heute Abend noch weiterspiele. Wahrscheinlich ja, weil ich dann nach dem Skispringen echt noch Bock haben werde. Aber schauen wir mal. Auf jeden Fall werde ich dann wahrscheinlich nicht auf die Ergebnisse der realen Vierschanzentournee eingehen können. Das zieht sich dann auch zu lang hin. Aber wir sehen uns auf jeden Fall wieder und dann, wie gesagt, in Österreich in der nächsten Aufnahme. Bis dann.